So, ich brauche mal eine Kiste hier drin, dass ich den Müll mal ausladen kann. Ist ja klar, ne? das brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir schon. Das brauchen wir nicht. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Das. Die Türen. Ja, das behältst du. Super. Ein bisschen Platz hier wieder drin. Hör mal, das fühlt sich direkt mal viel leichter an hier. So, pass auf. Mit dem Dach muss man jetzt mal gucken. Wir sind ja zurzeit in sehr hellem Holz, ne? Also bis auf unten mit dem Stein, das finde ich sehr schön. Pass auf. Hatten wir schon irgendwas mit rübergenommen fürs Dach? Nein, ne? Doch. Ich glaube, ein bisschen von dem dunklen Stein ist schon da. So, also. Bruchstein, Tiefenschiefer. 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 Bruchtiefenschiefer. Pass auf, die Frage ist, ob wir den Tiefenschiefer Ziegel machen oder... Ich glaube, die Ziegel würde ich schön finden. Obwohl hier den Tiefenschiefer an für sich auch sehr geil ist fürs Dach. Aber die Ziegel sind ein bisschen hochwertiger. Kann ich aus diesem Bruch Tiefenschiefer, Schiefer, Tiefer, Tiefenschiefer, Bruch eine normale Ziegel bauen? Polierter Tiefenschiefer. Pass auf, ich nehme dir mal kurz mit. Ich leg dir mal kurz auf die Säge. Die ist klüger als ich. Aha, seht ihr, da haben wir alles. Aber die. Oh, Tiefenschiefer Fliesen. Und das ist jetzt schwierig, weil die finde ich aber schön, ne? Weil das hätte so ein bisschen was von Kacheln, ne? Sind zwar Fliesen, aber kann man ja missbrauchen. Oder machen wir es mit den Ziegeln? Die Frage ist auch, was für eine Form bauen wir? Bauen wir was relativ Hohes oder bauen wir was Flaches? Ne? So richtig, richtig flach halt. Ich glaube, da flach könnte hier tatsächlich sehr gut wirken. Ich weiß es nicht. Wisst ihr was, Leute? No risk, no fun. Wir machen uns einfach mal nur flache. Dann nehme ich einen zweiten Stack mit. Und dann gucken wir, was wir noch mit dem bauen. So viel habe ich gar nicht davon, ne? So, da habe ich schon einen Stack. Und die möchte ich aber trotzdem gerne mal in die Ziegel umwandeln. Genau. So, und dann ist die Frage, wie bauen wir das Gebälk vom Dach? Nutzen wir dort, weil wir so schön dunkel sind, hier, nenne ich Fichte, so eine Schwarzeiche. Das, glaube ich, könnte gut wirken. Was hältst du dann, Sarah, davon? Ja, das Schwarzeiche fände ich, glaube ich, schön als Kontrast. Ne? Komm, ich nehme mal ein paar Stacks mit. Da gucken wir mal. Komm, jetzt gehen wir mal hier raus. Genau, ist ja kürzer im Endeffekt. So. Wenn wir jetzt ein flaches Dach bauen würden... Wie viel haben wir denn hier gebaut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar, da haben wir keine Mitte. Das wäre aber an sich nicht schlimm. Dann machen wir noch eins weiter nach außen. Pass auf, dann habe ich schon mal eine Idee. Wir fangen erstmal so an, ne? So, dann müsste hier den da gebaut werden. Und auf den müsste den gebaut werden. Und den hier müsste wieder weg, ne? So, und dann müsste der weg. Das geht aber nicht, weil er den ganzen Block abbaut. So, da kommt wieder das blöde Spiel, was ich sowas von hasse, weil ich das nie hinkriege. So, wir bauen das immer so. So, und da drauf müsste jetzt... Genau, da müsste im Endeffekt der Kollege hin. Moment. Höp. Ah, perfekt gemacht. Mach so. Weg, weg. Höp. So. Eins, zwei. Ah ja, Profi. Alles falsch gebaut. Wir fangen nochmal von vorne an, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich ein flaches Dach will oder ob ich was Höheres will. Ja. Wir gucken mal. Wir bauen erstmal drauf los. Und dann gucken wir. Ich glaube, ich will eher was anderes bauen. Ich hab's schon im Urin, Leute. Ich weiß es jetzt schon.
Aber ich will das jetzt trotzdem mal bauen, weil ich das einfach mal sehen möchte. Aber ich glaube, ich finde das ganz schön. Ich habe die unsichtbaren Blöcke gebaut. Danke. Ja, das wäre genau den ich bräuchte. Ah, dann musst du da... Willst du mich gerade verarschen? Ach so. Krieg ich denn den Block dahin? Den da hätte ich gern. Aber ich könnte doch den daran poppeln. So, und dann den weg und den daran poppeln. So. Ich muss das kurz einmal. Ah, ey, das runterfallen, Leute. Das mag ich heute nicht. Normalerweise finde ich das ja noch lustig so, aber heute. Nee. Cool. Also erstmal ziehen wir es mal so zu, ne? Wir gucken einfach mal, was draußen steht, ne? Also. Genau, noch einen. Du hast mit Holz einfach zugebaut, die Decke, ne? Ja, die Zwischendecken habe ich mit Holz gemacht, ja. Ich weiß halt nicht, ob so ein einfaches Dach auf das Haus so gut drauf passt. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, hier muss man dann anders bauen. Da könnte es halt sein, dass was Höheres... Das ist ja auch falsch. So. Ihr müsstet theoretisch... Oh, da sind schon wieder Dreckspillager. Da hinten. Was haben wir... Entschuldigung. Oh. Wieso kommen die denn hier die ganze Zeit immer? Weil wir ein neues Dorf erbauen. Nein, keine Ahnung, warum die da sind. Das ist jetzt richtig, oder baue ich da jetzt Scheiße? Aber ich finde, das sieht sehr schön aus. Ja? Das ist aber immer noch Dachbaumodus Noob, ne? Boah. Ja, wir müssen den noch verschönern. Da müssen andere Steine rein. Also, so können wir es nicht lassen. Das steht schon mal fest. Aber es kann vielleicht durch die viele Verformungen, die wir schon so haben, könnte es vielleicht sein, dass es trotzdem gut aussieht. Also, sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall eine richtige zweistöckige Villa, die du da gebaut hast. Ich hab doch gesagt, ich will sie kleiner bauen. Aber ihr alle habt gesagt, nee, das sieht noch nichts aus. Ja, aber du hättest jetzt... Pass auf, du musst jetzt nicht auf jedes Haus zwei Etagen draufbauen. Du kannst jetzt zum Beispiel hier auf das Haus hier bei mir auch jetzt einfach direkt das Dach draufsetzen. Ja, das hat ja keiner gesagt, dass wir überall hier Villen bauen müssen. Nee, aber das da sieht schon geil aus. Das hat halt schon was. Das ist der Bürgermeisterhaus. So. Irgendwas passt hier nicht. Jetzt müssen wir seitlich abflachen, ne? Vielleicht ist in der Nähe ein Pillager Outpost. Nee. Den hätten wir schon längst gefunden. Bist du sicher? Ja. Also die Umgebung hier kenne ich. Aber wir können sie gerne einmal abfliegen, um zu gucken. Lass uns schlafen gehen. Ja. Aber wir können gar nicht schlafen. Ach so, ist noch zu hell. Ja, ich dachte, es ist ja dunkel genug. Er will nicht schlafen. Er will nicht. Aber guck, es sieht cool aus. Also der Stil gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Oh, ich weiß aber jetzt schon, was mich stört. Das sieht man von hier unten sehr gut. Und das wäre? Das Dach ist nicht hoch genug. Das ist zu flach gegenüber vom unteren Teil. Die Proportionen passen nicht. Das Dach muss in die Höhe gehen. Das ist halt die Frage, wie man es bauen will. Ja, aber das sieht eher aus wie so ein Lagerhaus. Und ich hätte da gern ein schönes Haus. Ich mache da ein höheres Dach drauf. Definitiv. Man kann unterschiedliche Dächer bauen, aber ich finde, da drauf muss was Höheres drauf.
Okay. Ja. Dann kannst du das Flachdachmodell ja dann auf das andere Haus drauf bauen. Oh, hoppala, was machst du denn? Ja, ich probiere auf meinem Dach zu landen. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Das hier baue ich wieder ab. Das gefällt mir nicht. Wir bauen ein anderes Modell. Wir bauen so eher Wikinger-Dach. Weißt du, höher, steiler. Ja, ja, diese Spitzdächer ja. Eher, ne? Wir probieren mal sowas zu bauen. Habe ich noch nie gebaut. Ich glaube, jetzt haben wir es aber geschafft mit Schlavi und so, weil da kommen schon die ersten Monster. Dann sollte es Nacht sein. Dann leg dich rein. Ja, habe ich ja gemacht. Du hast mich gestört. Wo ist der Creeper hin? War da ein Creeper? Ja. Erstmal brennt das Skelett. Den brennt gut. So. Ja, pass auf. Und ganze Zombies und so. Das mit dem Flachanfangen und nach oben ziehen, das finde ich an für sich eine sehr gute Sache. Also ich glaube, ich habe jetzt ein Konzept im Kopf, was man machen könnte. Aber dafür brauche ich mehr Steine. Obwohl, die Umrandung hätte ich lassen können, ne? Komm, die lassen wir einfach mal. Dass wir also einfach so einen Grundstein haben, wo wir sagen können, hey, das ist es. Pass auf, wir machen hier noch zu. So. Einfach mal. Mach das weg. Nicht fertig bin, liegen überall die Steine rum, aber ich habe noch nichts davon, ne? So, pass auf. Einmal außen rum. Super. So, dann hier noch. Bam, badam. Badam, badam, badam. Badam. Ja, super. Das kann man so mal schon machen. Pass auf. Sumaru, Sumaru, ne? Blub, 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 blub. So, haben wir jetzt nur von denen. Ne, dann hätte ich gerne hier von ein paar Trappers. Ja, noch ein paar Blöcke. Und dann müsste ich wieder hoch. So. Jetzt ist die gute Frage. In der guten Stube. Wenn wir das hier als Kante nehmen, dann würde ich gerne hier... Wie machen wir es? Mach mal hier sauber hoch und dann gehen wir ziemlich zügig hoch. So nach dem Motto so. Hopp. Sowas. Das geht nicht schnell genug hoch. Die muss hier hin. Zurück. Das weg. Ne, lass mal nach oben gehen. Das gleiche baut man auf der anderen Seite. Da gucken wir uns das mal an. Also Stufe 2 Hochstufe. Also hier Stufe. 1, 2. Stufe. Also Treppe. 1, 2. Jo. Na klar, dass das schon wieder nicht geht. So. Besser. Leute, besser. Ja. Wenn man eine Stunde im Spiel ist, kommen die Pillager öfters. Ey, es ist mir beim LP noch nie aufgefallen, dass die so oft da waren. Es kann aber sein, dass die ganze Zeit da im Wald immer rumstanden, ne? Und deswegen, dass es so ruhig war. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass man das irgendwie noch hübsch zukriege, ne? Aber so von der Form, glaube ich, gefällt mir das jetzt schon gut. So, aber ich will das hier noch gern raus haben. Den hätte ich gern raus. Und den hätte ich gern raus. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das zumachen. Entschuldigung. Ja, schaut gut aus. Ja, das ziehen wir jetzt einfach mal so rüber, ne? So, das sieht ein bisschen komisch aus, weil jetzt der Stein da fehlt. Da können wir jetzt einfach sagen, ne, was, bau den mal so noch ein. Aber die Frage ist, ob das so viel Sinn macht, weil es ja einfach die Außenwand ist. Aber es sieht natürlich direkt 10-mal besser aus.
So, pass auf. Da. Kann aber sein, dass man gleich wieder abbaut, oder? Also ich glaube, ich hoffe, du wirst das andere Haus nicht betreten, weil ich glaube, du kriegst sonst eine Vollkrise. Ah, das hier war falsch. Warum? Weil das nicht so symmetrisch gebaut ist, glaube ich. Ja, also nicht nur glaube ich, sondern weiß ich. Das ist ja gerade so gut, wenn es unsymmetrisch gebaut ist. Ist das so? Ja, weil dann kannst du wenigstens super die Mitte finden. Ich habe ja da keine Mitte. Ich habe ja eine doppelte Mitte. Nur durch die zwei Treppen sieht es mittig aus. Ha. So, hier müssen wir mal kurz tricksen. Moment. Bau doch keinen Scheiß jetzt gerade hier. Jetzt baut er wieder Scheiße. Ich muss bis hierhin das erstmal weiterbauen. So, das hier. Erstmal. Ich hab keine mehr, ne? War so klar. Okay, wir müssen nach Hause. Phew. Hab ich ein Rocket ist dabei? Nein. Bleib jetzt Hammer. Hammer's. Mach nach oben noch was drauf. Geht ja nicht. Was willst du denn drauf machen? Es ist ja noch eine Spitze mittlerweile. Das kann man nur machen, wenn wir eine saubere Mitte haben. Aber die haben wir ja nicht. So. Ich brauche Tiefenschiefer, ne? Das ist mein größtes Problem. Kann ich aus dem auch den umwandeln? Das wäre doch schön. Ich habe jetzt keinen Bock, buddeln zu gehen, Leute, ne? Natürlich geht der nicht. Der hier war es, ne? Ja. Den anderen nehmen wir trotzdem mit. Den da. Den kann man schön dazwischen einbauen, damit wir Struktur reinkriegen. Ah, doch. Leute, also ganz im Ernst. So, pass auf. Von hier sieht man es ja. Ne? Guck mal. Hey, das sieht doch 10-mal besser aus. Doch. Guck mal, das sieht schon aus wie so eine kleine Kirsche. Ne? Doch. Das ist schön. Machen wir ein Thumbnail, vielleicht nutze ich das. Bürgermeisterhaushalt. Super geflogen. Perfekt. Wie eine Eins. Super. Schreib dir das auf, hast du verdient. Hui. Er ärgert mich gerade. Kommt da gleich wieder ein Spieler Nummer 9 viel aus zu großer Höhe? Ja. Meine Nase juckt, Leute. Ich dachte, ich muss jetzt hatschieren hier, ne? Aber er hat sich noch im letzten Moment wieder gerettet.